So, wir beginnen ein neues Kapitel mit einem gänzlich anderen Gesichtspunkt als bisher, denn die ganzen Jahre haben wir vorwärts gerechnet. Eine Urne ist gegeben. In der Urne sind schwarze und weiße Kugeln. Wir ziehen aus der Urne irgendwie, das ist halt nicht die Frage. Und die Frage war dann, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Stichprobe eine bestimmte Zusammensetzung hat? Wir haben also die Gesamtzusammensetzung gekannt. Und haben eine Aussage gemacht über die Stichprobe. Die typische Frage war, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Stichprobe mehr schwarze als weiße Kugeln sind? Die Gesamtzusammensetzung ist bekannt. Und nach der Stichprobe wurde gefragt. Das ist so unser Denken. Und wir schalten um, wir betrachten eine ganz andere Situation und das macht uns ein bisschen Probleme. Jetzt, wie lange ist ein Gymnasium? 8 Jahre, oder? 8 Jahre diese Art der Argumentation geübt. Und nun komme ich und sage, neu ist Folgendes. Wir haben eine Urne und deren Zusammensetzung kennen wir eben nicht. Wir entnehmen eine Stichprobe und die Stichprobe, die schaue ich mir an. Und sage, jetzt habe ich diese Stichprobe, vielleicht kann ich etwas aussagen über den Urneninhalt. Seht ihr die andere Richtung? Das ist also nicht bekannt. Das ist schon bekannt, das kann ich uns nicht so einfach hinschreiben. Also neu wäre folgendes. Na, das haben wir schon gedacht, dass es zu schnell nach oben ging. Diese Situation, die Gesamtzusammensetzung ist unbekannt. Die Stichprobe, die ist bekannt. Wir schauen uns die Stichprobe an. Es ist nämlich nicht mehr die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass sie mehr weiße Kugeln sind. Das sehe ich. Und werde dann eine Aussage über die Gesamtzusammensetzung machen. Genau die andere Richtung. Dieses Thema nennt man Statistik. Erinnert ihr euch an das Eingangsbeispiel, das ich in dem anderen Zusammenhang gebracht habe? Ich möchte wissen, wie sieht die Wählerschaft aus? Wie viel Prozent Anteil würden diese bestimmte Partei wählen? Dann mache ich eine Umfrage, das ist die Stichprobe. Die Stichprobe schaue ich mir an und mache dann eine Aussage über die Gesamtzusammensetzung. Genau diese Situation betrachten wir. Leuchtet das ein? Das ist ganz, gerade die andere Aufgabenformulierung ist, mit den gleichen Methoden, die wir kennengelernt haben. Bitte. Ist das Statistik jetzt auch die Überschrift oder? Die Überschrift kriegt noch ein. Wir können Statistik schreiben, das steht wirklich oben drüber, aber wir haben nur in der Statistik, dem größten Thema ist in der Mathematik, nur einen Aspekt. Und ich schreibe eine Überschrift. Die Statistik, die wir hier betreiben, ist eine beschreibende Statistik, so wird die genannt. Und das Thema, soll ich es vorwegnehmen? Ich glaube, das kann man schon machen. Das habt ihr vielleicht schon irgendwo gelesen auch. Es geht so schlecht runter. Vielleicht schlechter beschrieben. Und das Thema ist, ich brauche Platz. Funktioniert nicht so gut, ich glaube. Das mit der Aufnahme kostet ein bisschen viel Ressourcen. Mal schauen, was jetzt geht.
Ja, das reicht. Das Thema ist nun komischerweise Testen von Hypothesen. Noch könnt ihr euch überhaupt nichts darunter vorstellen unter Testen von Hypothesen. Dagegen die Situation, die ich beschrieben habe, die könnt ihr euch schon vorstellen. Beschreibe Statistik. Ich denke, wir nehmen ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel aus dem Buch genommen, das als Einführungsbeispiel durchgerechnet ist. Ich denke, das ist ganz günstig. Da kann man es wieder mal nachlesen. Also ein Beispiel. Was wird denn getestet? Was glaubt ihr? Also im Testen geht's. Was könnte man testen? Was fällt euch ein? Ja. Also, ja, gut, okay. Das passt jetzt gerade nicht so gut hierher. Ich habe kein Beispiel. Ja, weiter. Das ist ein klassisches Beispiel. Verträglichkeit eines Medikaments, klassisches Beispiel. Wie geht man vor? Ja, man braucht Probanden, das ist die Stichprobe. Und denen gibt man das und schaut, wie viel es vertragen wird, nicht vertragen. Und dann macht man eine Aussage über die Verträglichkeit des Medikaments. Aus der Stichprobe, die Stichprobenzusammensetzung ist bekannt, macht man eine Aussage über das Medikament. Was könnte man noch testen? Ah, wisst ihr, ich möchte auch Zugangstester sein. So eine meiner Leidenschaft, will ich nicht sagen, Hobbys, womit ich mich beschäftige, ist mit dem Essen. Ich möchte Testesser werden. Das würde mir gefallen. Und wisst ihr, wir können viel und gut essen, zahlen nichts, oder? Zumindest zahlt ihnen jemand, wenn es irgendwo veröffentlicht wird. Ne? Und wenn man sich als Tester, wenn man als Tester erkannt wird, kriegt man die besten Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Restaurant-Tester, schon mal gehört? Wir können nämlich auch den Geschmack testen. Wie schmeckt denn die Suppe heute? Ja? Und das ist nicht so schlecht. Und dann das Beispiel Buch knüpft an. Es wird Nuss-Nougat-Creme getestet. Also, Beispiel, wir testen die Nuss-Nougat-Creme. Was will man da testen bei Nuss-Nougat-Creme? Ich habe es ja auch mal für falsche Pferde geschickt. Es ist so, ich teste die Leute, die die essen. Denn es gibt Leute, die sagen, oh, die schmeckt besser als die andere. Und oft gibt es da andere Meinungen. Geschmäcker sind verschieden. Und Nuss-Nougat-Creme, da gibt's so ein typisches Produkt. Kein Produktplacement hier, bitte. Ja, deswegen sagen wir haben so eine ganz bekannte Nuss-Nougat-Creme. Nuss-Nougat-Creme. Die Nuno-Creme. Ganz bekannte Nuss-Nougat-Creme. Nuno-Creme. Sie, Nuss-Nougat kennt ihr, oder? Ja, gut. Und es gibt Konkurrenzprodukte beim Discounter. Die schauen also ähnlich aus, heißen so ähnlich. Die heißt vielleicht No-Nougat-Creme. Es gibt die zwei Cremes. Die ist billig. Die ist teuer. Die eine ist wirklich teuer, ja. Warum kaufen die Leute teurer? Weil zum Beispiel jemand meint, die Schwester meint, die wäre besser. Sie würde lieber die teure. Nee, die Schwester. Der Bruder, das ist ein Buch, es ist Beispiel im Buch, sagt, nee, ich glaube nicht, dass du den Unterschied schmeckst. Du kaufst über die billigere. Nein, sagt sie, ich schmeck das. Der Bruder sagt, nein, ich schmeck das nicht. Was machen wir? Wir machen einen Test. Klar? Situation ist klar? So. Jetzt, was will man denn testen? Ob die Maria bitte. Ja, also man kann ja viel mehr als nur den Geschmack testen. Ich meine, man fängt damit an, okay, wie sieht es aus, wie ist es verpackt, hält der Deckel, hält er nicht, ja. Kann man es gut
rausnehmen, ja. Verlöffelter, Messer, was auch immer, dann wie ist die Konsistenz, lässt sich wieder durchstreichen, ja. lässt sich wieder groß. Ja, ich sagte eins, wenn sie kühl ist, ist immer schlecht zu streichen. Genau. Ah. Bei Pfannkuchen geht ja, verläuft es dann aber sonst. Und sozusagen kläfft sich auch noch warm streichen, ja, also was ja. kann man damit backen. Ja, und die Maria hat eine Liste von Parametern genannt, die man testen könnte, was da auch was ich testen möchte. Ob die Schwester, so ist ein Buch formuliert, das hat auch einen Namen, den weiß ich nicht mehr, ob die Schwester die Nuss-Nougat-Creme wirklich geschmacklich auseinanderhalten kann. Also Bruder sagt, schmeckt alle gleich. Schwester sagt, nein, ich schmecke genau, welches ist. Und die Nuno schmeckt mir besser als die Nonu. Die Situation ist klar. Wir machen einen Test, probieren das. Wie oft wird das ausgetestet? Wie oft? Sagt was? Überschaubarer Rahmen. Wie oft wollen wir testen? Runde Zahl. Macht einen Vorschlag. 10, das ist ja genau wie im Buch. 10 Mal wird das getestet. Und man wird nachschauen. Die Schwester macht einen Blindtest, ne? Und der Bruder schaut nach, ob es richtig war. Wir haben eine Testgröße, ob die Schwester das richtig erkannt hat. Wird Liste geführt, ne? Und da muss man sich noch entscheiden, wenn sie 6 Mal richtig geraten hat, kann man dann behaupten, sie hat einen besonderen Geschmack, machen wir es mal so. Kann man es bei 6 Mal erkannt behaupten? Schwierig, oder? Bei 10 Mal wäre es eindeutig. Ja, du hast den richtigen Geschmack. Kann man bei 7 Mal sagen, die hat einen besonderen Geschmack? Weiß man nicht. Das kann man in einem Test immer willkürlich festlegen. Die eigentliche Schwierigkeit ist jetzt zu sagen, was wollen wir testen? Also, und da kommen wir schon zu einem Begriff, den ich nicht erklären kann. Der Bruder behauptet, noch geht's. Die Schwester kann keinen Unterschied im Geschmack feststellen. Das reicht so, oder? Besser wäre zu sagen, der Bruder sagt, du wird einfach geraten. Läuft das ein? Der Bruder sagt, du kannst die geschmacklich nicht unterscheiden, es wird einfach geraten. Sagt der Bruder. Solche Behauptungen heißen hier immer Hypothesen, Vermutungen. Es ist eine Vermutung, er trifft aber die Sache nicht immer so gut, aber der Name Hypothese ist gewählt worden. Und wenn der Bruder das so formuliert, nennen wir das Nullhypothese. Wir fragen, wieso heißt das? Nullhypothese. Ich sag ich drauf, das hat historische Gründe. Ja? Ich kann mir nicht erklären, warum das Nullhypothese heißt in dem Zusammenhang. Es gibt wie das entstanden ist, in diesem Jahr, im letzten Jahrhundert. Es gibt schon Gründe dafür, dass man es Nullhypothese genannt hat, aber das verschwindet komplett. Hypothese kürzt sich ab mit H, da habt ihr bestimmt nichts dagegen. Und 0 kürzt sich ab, 0 Hypothese mit H, 0. Also, ich spreche mal von der Nullhypothese, schreibe H, 0 auf. Und jetzt wird die Nullhypothese in Symbolen formuliert. Ich schreibe das so: P0 ist 0,5. Interpretiert bitte, P0 ist 0,5. Was sagt das aus? P0 ist 0,5. Was sagt das aus? Ja. Und was sagt das nun praktisch aus? Ist schon wichtig. Dass wenn sie raten. Es wird geraten. Ja, ganz kurz. Es wird geraten, wollte ich sagen, ne? Habe ich diese abgebrochen? Typisch wäre, ne? Aber weißt du, ich funktioniere manchmal so. Ich höre das Schlüsselwort, ne? Und bin schon zufrieden, ne? Es ist sogar Entschuldigung, ich habe dich zu viel unterbrochen. Hier steht die Schwester rät. Die Schwester ist der andere Meinung. Und das, was die Schwester meint, nenne ich auch Hypothese, aber Gegenhypothese.
Und warum nimmt man die Gegenhypothese H1? Naja, weil nach der 0 die 1 kommt. Es gibt keinen echten Grund. Nennen wir immer H1. Und die Schwester sagt, nee, ich habe einen besonderen Geschmack, ich werde nicht raten. Leuchtet das ein? Sie sagt, ich kenne das heraus. Man, die Wahrscheinlichkeit, dass ich rauskomme, ist größer als 0,5. Ich rate nicht. Ich habe wirklich, ich kann es wirklich besser. Nicht so schwer. Ein Problem habe ich noch beim Erklären. Wieso steht hier 0,5 und nicht kleiner gleich 0,5? Das heißt, sie hat überhaupt keine Ahnung. Das macht man nicht, obwohl es für mich immer gut ausschaut und wir oft so denken. Das kann ich gleich sagen. Wir denken oft so. Geht der Radiergummi wieder nicht? Ich habe nicht geglaubt. Noch ein bisschen? Komisch. Wir machen mal, geht der Radiergummi nicht? Da habe ich keine Chance, außer so, das hat wieder nicht funktioniert. Deshalb. So geht jeder Test an. Formuliere eine Nullhypothese und die Gegenhypothese. Und dann brauchen wir, vielleicht schon vorher, das ist der Reihenfolge egal, eine Testgröße. Anzahl der richtig zugeordneten, geschmeckt müsste ich sagen, ne? Die Anzahl der richtig zugeordneten, was sind das, was man was zuordnet? Entscheidungen. Eine Entscheidung will ich aber aufheben an den Begriff. Anzahl der richtig zugeordneten Cremes, oder? Das ist klar, oder? Cremes mit I. Du hast schon gesagt, die Testlänge wird 10 sein. So könnte 10 sein. Das haben wir gesagt, nehmen wir. Der Testumfang. Ist 10. Und nun kommt eine Entscheidungsregel. Wann gestehe ich ihr zu, dass sie einen besonderen Geschmack hat? Wenn sie zum Beispiel bei 10 Versuchen 8-mal die Nuno erkannt hat. Wenn sie bei 10 Versuchen 8-mal erkannt hat, dann sage ich, ja, okay. Bei 5 sage ich, du hast geraten. Und diese Entscheidungsregel, die ist willkürlich vorerst. Ich mache mal jemand, dessen, was im Buch ist, die sagen, wenn sie mehr als 8 hat. Entscheidungsregel, wenn in mehr als 8 Fällen die gute Marke erkannt wird, Nuss Nougat, das ist an diesem No-No, No-Nougat, ja, ist klar. Nuss Nougat erkannt wird, jetzt nehme ich schon eine Formulierung, die ich noch nicht komplett sagen würde, ihr würdet immer sagen, dann akzeptieren wir, dass ihr ein besonderes Geschmack habt, so habe ich noch gesagt vorhin. Wenn ich schriftlich formuliere, sage ich, dann wird der Schwester der besondere Geschmack nicht aberkannt. Der Test ist beschrieben, Hypothesen sind bekannt. Die Testgröße, der Testumfang und eine Entscheidungsregel. Das sind die Begriffe, die wir brauchen. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit folgenden Sachverhalten. Was nehme ich? Ich nehme die Linien da. Naja. Vielleicht schaffe ich es noch? Ja.
bin zu schnell gewesen. Ich erstelle eine kleine Tabelle. Ich hoffe, dass es die Linie lang genug ist. Die sieht so aus. Und ich bin ein bisschen schneller als im Buch. Die vorgehen. Ja. Ich schreibe hierhin H0. Ganz klar ist mir nicht, warum es nicht funktioniert. Aber ich glaube, dass die Kamera dran, die braucht Ressourcen. Ich schreibe hierhin H1. Doppelpunkt, Doppelpunkt. P0, P1. Ihr wisst, wie oben P0 und P1 ausschaut? Das ist diese Ungleichung und Ungleichung. Und hier rein schreibe ich für dieses Beispiel, wenn sie mehr als 8 Treffer hat, H0 heißt der Redner, wenn sie 0, 1, 2 bis 8 richtige hat, dann sage ich, Zufall, du hast gerade. Wenn sie aber 9 oder 10 richtige Raten hat, dann sage ich, oh gut, ich sage nichts mehr. Wir kaufen sie mir die teure. Diese Bereiche nennen wir K, kritische Bereiche, das schreibe ich nachher nochmal auf. Und A heißt eigentlich Gegenbereich von K. Wir schreiben aber Annahmebereich der Nullhypothese. Hier ist die Nullhypothese. Hier ist der Annahmebereich der Nullhypothese. Hier ist die Gegenhypothese. Das ist der kritische Bereich, ist der Annahmebereich der Gegenhypothese. Und dann habe ich noch eine Spalte hinten, ne? Das habt ihr gesehen. Ich schreibe nochmal auf. K nennen wir kritischen Bereich. A nennen wir Annahmebereich. Annahmebereich, ja, muss ich zusammenschreiben. Und das sind die Begriffe, die wir brauchen. Und die Fragestellung ist überhaupt noch nicht problematisiert. Das Problem entsteht woanders. Es können bei dieser Entscheidung Fehler auftreten. Wieso treten Fehler auf? Das hatten wir übrigens schon letzte Stunde vorbereitet. Johann hat schon gesagt, warum können da bei dieser Entscheidung trotzdem Fehler auftreten? Woran liegt das? Ja, vielleicht hat sie ja 9 richtige oder trotzdem geraten. Und hat zufällig. Auf das Wort habe ich gewartet? Weil dieses Ganze auf Zufallsexperimenten beruht, kann sein, dass ich zufällig Fehler ergebe. Frage, habt ihr das verstanden? Dass sich zufällig Fehler ergeben können bei so einer Methode? Die Fehlerwahrscheinlichkeit wird vielleicht klein sein, weil das nun schon sehr groß ist. Und wenn ich sage, ich nehme es von 0 bis 7 oder von 0 bis 6, könnte ich machen. Es gibt keinen, der mir das vorschreibt im Moment. Ja, dann wird die Fehleranfälligkeit noch größer. Es treten bei diesen Testfehler auf. Und das eigentliche Thema ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit der Fehler? Da gibt es einen Sinn, dass ich nach der Wahrscheinlichkeit der Fehler frage. Diese Testverfahren haben in der Industrie oder in der Wirtschaft spielen eine große Rolle. Und in der Industrie geht es darum, Fehler zu vermeiden. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers muss immer klein gehalten werden. Wenn es stimmt, ist es okay, da braucht man nicht drüber reden, oder? Aber wenn ein Fehler auftritt, muss ich schauen, dass man die Fehlerwahrscheinlichkeit klein hält. Das ist die Idee bei Testen und Hypothesen. Und das merkt man beim Ganzen hier noch nicht. Ja? Seht ihr, ich versuche ein Apparat zu entwickeln mit Begriffen, das zu beschreiben. Und es geht dabei verloren,
dass es eigentlich darum geht, Fehler zu vermeiden. Jetzt will ich mal sehen, wie weit ihr seid. Viel Zeit haben wir nicht. Nicht ganz geschickt von mir. Wieso kann hier ein Fehler passieren? Es könnte sein, schaut her, dass P0 vorliegt, gerät, und das Testergebnis aber sagt, gerät nicht. Versteht ihr das? Gerät schon, aber zufällig hat sie ergeben. Sie wird nicht raten. Ich mache einen Fehler. Ich sage, gut, du kannst es wirklich erkennen, denn zufällig hat sich das so ergeben. Das ist eine Fehlerwahrscheinlichkeit. Andererseits tritt ein weiterer Fehler auf. Ja, die kannst du wirklich unterscheiden. Aber zufällig liegt das jetzt in A. Und das rechts oben ist unser Thema. Rechts oben in der Ecke, das ist unser Thema. Diese Wahrscheinlichkeit werden wir ausrechnen. Weil das eine Fehlerwahrscheinlichkeit ist, die klein gehalten wird. Und wenn wir diese Tabelle haben, ist das geschickt. Und wir werden alles dran tun, die Aufgabe so zu lesen, in die Aufgabe in diese Tabelle zu bringen. Und dann habt ihr dieses ganz sicher richtig. Weiß ich, ja? Das funktioniert. Können Sie es nochmal ganz kurz in Worten fassen? Das oben? Wir werden das, das hier steht, in Wirklichkeit wird geraten, wird zufällig hat sie gegeben, sie hätte einen besonderen Geschmack. Weil das Testergebnis in dem Bereich war. Ja, das ist wie wenn 100 schwarze Kugeln drin sind und 10 weiße und ich nehme 3 Kugeln heraus. Wenn ich Glück oder Pech habe, zufällig, kann ich zufällig alle 3 weißen haben. Das ist genau der Fall. Aber das wird verdient. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und stopp.